2015 kaufte ich diesen über 400 Jahre alten Bauernhof und sanierte ihn von Grund auf. 2016 eröffnete ich Annas Scheune, das erste Ferienhaus, benannt nach der letzten Bewohnerin des Hauses, Anna Schätzle. 2 Jahre später folgte Annas Orangerie und vor einem Jahr zur gleichen Zeit Annas Stube, das eigentliche alte Bauernhaus. Die Idee für das Ferienhaus Annas Stube war es, in diesem 400 Jahre alten Bauernhaus einen verglasten Spiralweinkeller einzubauen mit Übernachtungsmöglichkeit. Und hier befinden sich über 1000 Flaschen von meinen 23 Lieblingswinzern aus Baden.